Hallo und willkommen bei eBagTom. Ja, ich befinde mich jetzt in dem Stuttgarter Raum, beziehungsweise um genauer zu sein in Höpflingheim. Und das liegt in der Nähe von Marbach am Neckar. Und bin hier in Höpflingheim an diesem schönen Dorfplatz. Hinter mir könnt ihr schon die Fachwerkhäuser sehen oder auch auf der Seite. Ja, jetzt scheint die Sonne ein bisschen zu sehr. Und ja, werde jetzt mal das Schwabenländle ein wenig erkunden. Und begleiten wird mich auf meiner Tour Fiti Fito. Ein Freund hat es mir zur Verfügung gestellt. Es hat einen Hinterradantrieb, der, so wie ich schon gemerkt habe, ordentlich Wumms hat. Also ich schätze mal hier mindestens 60 Newtonmeter. Und dann auch einen 500er Akku, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Reichweiten von bis zu 100 Kilometer sollen hier möglich sein. Und mit diesem tollen E-Bike werde ich jetzt das Schwabenländle erkunden und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bis später. Fahren wir hier aus dem Ort heraus. Waren auf dem Ländle sind auf dem Ländle. Hallo. Ja, gibt sehr viele Apfelbäume hier. Ich habe jetzt erstmal keine feste Route geplant. So, dann gucken wir mal, wo wir hinfahren. Von Höpflingheim kommen wir gerade und jetzt fahren wir Richtung Hessigheim, Mundelsheim und in die Richtung geht es nach Oberstenfeld und Großbottwar. Und schaut euch diesen Ausblick an. Ist das nicht toll? Klasse! Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, hier guckt, schaut mal, hier ist ein Weinberg. Da ist ein Rastplatz und hier ist auch wieder eine Straße. Sehr schön. Da ich keine Halterung habe, muss ich immer zwischendurch mal einfach auf meine App schauen. Ich habe ja auch nichts geplant. Und fahre jetzt einfach mal frei Schnauze hier durch die Gegend. Dann durch die Weinberge. Ja. Hier gibt es viele schöne Strecken. Eine Planänderung. Ich fahre jetzt hier Richtung Großbottwar und schau mal, wo mich die Straße hinführt. Auch hier wieder überall die Weinreben. Oh, schaut mal, dieser tolle Blick. Schaut euch mal diesen schönen Blick an. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Klasse. Sehr schön. Ich wollte die Reise zusammen noch mit einem anderen Kumpel machen. Der hat aber leider heute Morgen abgesagt. Der hat sich beim Fußballspielen verletzt und konnte so jetzt die Reise hier nach Stuttgart nicht antreten. Weil ich habe auch dummerweise vergessen, mir hier eine Handyhalterung mitzunehmen. Und über Komoot auf dem Handy zu planen, eine Tour ist mal sehr mühselig, finde ich. Das mache ich lieber am Computer. So fahre ich jetzt einfach mal frei Schnauze hier durch das Ländle. Ja, Wetter spielt absolut mit. Ja, jetzt geht es hier durch ein Wäldle. So ein Wäldchen. Auch sehr idyllisch. So. Hier so ein kleiner schöner Rastplatz und dann gibt es hier geradeaus, oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, absolut keine Ahnung. Ah ja, hier ist ein See oder ein Tümpel, Leben im Weiher. Ich guck mal, wo ich mich gerade hier befinde, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung.
Ja, ärgert mich ein bisschen, dass ich die Halterung, meine Universalhalterung vergessen hatte. Und jetzt schauen wir mal geschwind, wo wir sind. Oh Mann, meine Brille nicht dabei. Großbottwar. Ja. Gut, dann machen wir es mal. Fahren wir mal weiter. So, sind wir hier auf dem Königsweg gefahren. Richtung Großbottwar. Richtig? Genau, noch 2,9 Kilometer. Wunderbar. Ja, hier gibt es so viele Orte, die alle relativ nah beieinander liegen. Und wo man gar nicht weiß, wo man zuerst hin soll. So, jetzt kommen wir wieder hier aus dem Wäldle raus. Und hier sind wieder Weinreben. Alles sehr toll. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Schwabenländle gefällt mir richtig, richtig gut. Gibt es auch mal, ja, das sind ja keine richtigen Berge hier, aber mehr Höhenmeter, deutlich mehr Höhenmeter wie in Berlin. So, es gibt eine vernünftige Straße. Oh, toller Blick. Toller Blick hier. Muss ich euch zeigen. Ah, schaut mal hier, ganzen Apfelbäume. Ja, und geradeaus seht ihr die Burg Lichtenberg, die wir jetzt mal erkunden werden. Ich weiß nicht, ob das hier alles richtig ist, was ich mache. Bin jetzt einfach mal geradeaus gefahren. Mal gucken, was mein Navi sagt. Ja, Navi sagt, ich bin auf dem richtigen Weg. Und in 4,6 Kilometern bin ich an der Burg und fahre hier durch das schöne Ländle. Ich bin noch die ganze Zeit überlegen, was das jetzt hier ist. Deshalb habe ich gedacht, Sonnenblumen, aber für Sonnenblumen sind die ja ziemlich klein, ne? Oder sind es halt kleine Sonnenblumen? Und die werden noch größer. Ich weiß es nicht. Genau, bis zum Wald und dann müssen wir gleich links. Ach, klasse. Supi, supi, supi. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen kleinen Rastplatz. Und jetzt gucke ich mal eben schnell, wo ich bin. Was das Navi sagt. Der Akku sagt, ja, ein Balken weg. Passt. Das passt. Noch 3, ja, noch 3,3 Kilometer. Wie gesagt, ist ja so eine spontane Tour. Und mein Freund, der hat gesagt, fahr mal hier zur Burg Lichtenberg. Und da kann ich ja nicht so schnell über Komoot. Ja, kann man schon planen, aber ich habe es jetzt hier mit Google Maps gemacht. Und wie gesagt, fahre jetzt hier auf den Schotterweg. Und dann sehen wir uns gleich oben an der Burg. Ja, weit haben wir es nicht mehr. Gleich sind wir an der Burg. So, jetzt habe ich hier schon ein schönes Holz, eine Holzcouch gefunden. Echt cool geschnitzt. Eine Holzcouch und kann mich jetzt hier hinsetzen. Und dann kann ich hier über den Fernseher, habe ich einen richtig, richtig tollen Blick auf das Ländle. Ich bin auch kurz vor der Burg Lichtenberg, wo ich gleich auch nochmal hinfahre. Ja, danke Daniel übrigens für den Tipp hier, ne? Das hat sich echt gelohnt. Sensationell. Ja, verzeiht mir, wenn ich nicht so viel rede, aber ich bin auch irgendwie komplett geflasht von dieser sagenhaften Aussicht hier.
Ich bin total geflasht. Wow, ist das der Hammer hier. Ey, schaut euch das an. Also das hat es ja mal wirklich, wirklich richtig cool gelohnt. Ja, und da ist die Burg Lichtenberg. Hier ist der Burggraben. Heute kein öffentlicher Zugang, geschlossene Gesellschaft, danke, okay. Ja, okay, hier ist eine geschlossene Gesellschaft. Heißt also, hier können wir leider nicht rein. Haben wir natürlich für Verständnis. Hochzeitsgesellschaft, ja, ist natürlich eine prima Location für eine Hochzeitsgesellschaft, ne? In einer Burg zu heiraten. Wow, und guckt euch das an. Oben ein Segelflieger. Ist der Hammer. Wow. Klasse. Ja, dann bin ich auch schon an die Rückreise angetreten nach Oberstenfeld. Da habe ich leider die interessante Passage mit 14% Gefälle leider nicht aufgenommen. Weil das war nämlich mal sehr, sehr kritisch teilweise, weil wie gesagt, es war ein starkes Gefälle. Ich hatte da Geschwindigkeiten von 55 Kilometer drauf und musste auch zwischendurch anhalten, weil ich Angst hatte, dass die Bremsen sonst überhitzen. Oh, hier duftet es. Hier duftet es so lecker nach Gebäck. Oh, ihr glaubt es nicht. Klasse, klasse, klasse. So, jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ich bin. Ein Brezel. Ein Riesenbrezel. Ja, ihr müsst entschuldigen, dass ich in diesem Video nicht viel von mir gebe, weil erstens kenne ich das ganze Gebiet und das ganze Ländle nicht. Und ja, ziehe mir alles gerade rein. Ich bin richtig geflasht. Ich genieße es zu 1000% hier durch das Ländle zu fahren und alles mitzunehmen. Und macht einfach nur tierischen Spaß. Ja, und hier sind wir jetzt am schiefen Haus. Und das steht auch unter Denkmalschutz. In Großbottwan. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück nach Höpfingheim. Und ja, die Tour hat mir richtig, richtig gut gefallen. Zwischendurch habe ich mich auch ein bisschen verfahren. Nicht so schlimm. Habe ja den Weg zurück wieder gefunden und fahre jetzt über diese super tolle Straße entlang dieser Apfelbäume. Und die lachen mich ja schon an von wegen, pflück mich, pflück mich. Und genieße einfach nur hier diese sensationelle Aussicht. Oh, ist das toll. Also ich kann es nur jedem empfehlen, hier mal runterzukommen nach Höpfingheim, hier mal Urlaub zu machen für eine Woche. Hier gibt es auch günstige Ferienwohnungen. Da blende ich euch auch gleich meine Adresse ein über die Ferienwohnung, die ich jetzt gebucht habe hier. Ach, ist das toll. Ist das toll.
Ja, hallo meine Freunde. Ja, ich bin jetzt hier bei meinem Kumpel an seiner Scheune und werde jetzt erst noch mal lecker grillen. Das haben wir uns nämlich für heute für diesen super sonnigen, tollen Tag hier im Schwabenländle auch vorgenommen. Und ja, werden jetzt erstmal uns stärken. Ja, und das ist meine Ferienwohnung, die ich bezogen hatte. Ja, wir hatten natürlich für zwei Leute gebucht. Ja, mein Mitreisender, der konnte leider nicht, hat sich ja verletzt, wie gesagt. Und es war richtig, richtig toll. Ist eine Dachgeschosswohnung, hat eine richtig tolle Küche, wie ihr sehen könnt. Draußen nochmal einen tollen Balkon. Und habe mich da hier sehr, sehr wohl gefühlt. Und den Link zu der Wohnung, wenn ihr interessiert seid, beziehungsweise den QR-Code, blende ich euch ein und habt ihr in der Videobeschreibung. Ja, der zweite Tag war dann so gestaltet worden, dass wir dann nicht mit den Rädern gefahren sind, wie eigentlich geplant, sondern haben hier dann einen Ausflug mit dem Auto gemacht. Es war einfach zu heiß an dem Tag und sind zum Schloss Mondero gefahren. Das liegt bei Ludwigsburg. Und haben hier das Gelände erkundet, beziehungsweise wurde mir dann gezeigt. Früher konnte man hier auf dem See auch mit Paddelbooten oder mit Ruderbooten fahren. Das gibt es leider nicht mehr. Eigentlich sehr schade. Ansonsten ein sehr, sehr tolles Gelände und ein sehr, sehr tolles Schloss. Da, 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 da. Ja, und das war meine vorletzte Tour von Höpfingheim nach Mundelsheim und bin dann auch hier früh morgens gestartet, weil auch an diesem Tag sollte es richtig heiß werden, bis zu 37 Grad, und hatte mich dann auch dementsprechend auch dann beeilt, weil es dann stündlich wirklich die Temperaturen von 25 dann zack auf 30, dann zack auf 35 hochschnellte. Und bis hierhin hat soweit alles gut funktioniert. Hier bin ich noch vor Mundelsheim, fahre hier über die Wiesen und Felder, komme hier am Steinbruch vorbei, der liegt zwischen Höpfingheim und Mundelsheim. Fahre hier schön entlang des Neckars auf der linken Seite, rechts die Weinberge, war richtig toll, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und hier komme ich jetzt so langsam in Mundelsheim an. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach viel zu heiß gewesen ist. Ja, meine Freunde, ich bin jetzt schon wieder auf dem halben Weg zurück, weil es ist einfach heute und es wird heute einfach zu heiß. Wir haben jetzt knappe 10.21 Uhr und Thermometer steht schon bei 30 Grad. Und dann werde ich die Tour gegebenenfalls dann morgen in sehr früher Stunde fahren und jetzt erstmal wieder zurück, weil es ist mir einfach zu heiß. Und ja, es ist alles wunderschön, aber bei den Temperaturen, ja, ich habe Wasser mit, ausreichend, aber es ist mir einfach zu heiß. Und dann wünsche ich keinen Hitzeschlag bekommen oder sonstiges. Habe jetzt auch hier, Gott sei Dank, ein schattiges Plätzchen gefunden und ja, dann drückt mir die Daumen, dass ich dann morgen die Tour dann durchfahren kann. Und dann bis morgen, wenn alles klappt. So, hier befinden wir uns jetzt auf der Rückfahrt von Mundelsheim nach Höpfingheim und fahren hier über diese, ja, über diesen Feldweg zurück nach Höpfingheim. Ja, leider habe ich dann bei meiner letzten Tour Probleme gehabt mit der Kamera, so dass die Videodateien leider kaputt gegangen sind. Daher kann ich nur euch hier die zwei Fotos zeigen zur Tour, was aber auch da nicht das Problem ist, weil beim nächsten Mal werde ich auch garantiert dann diese Tour nochmals fahren oder nochmals nachfahren. Und jetzt fahre ich jetzt hier wieder in den Ort Höpfingheim rein und jetzt sind wir auch gleich wieder am Marktplatz von Höpfingheim und ja, dann komme ich zu meinem kurzen Fazit und dann noch am Ende ein paar Eindrücke zur Tour. Ja,
Die Tour hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, wie ihr gesehen habt, habe ich da richtig schöne Plätze gefunden. Und auch die Tour könnt ihr natürlich gerne bei Komoot euch auf meinem Komoot-Kanal anschauen, beziehungsweise auch gegebenenfalls nachfahren, wenn ihr Lust habt. Und wie gesagt, alle weiteren Informationen, auch zur Unterkunft, habe ich euch dann in der Videobeschreibung hinterlegt. Ja, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren E-Bike-Abenteuer mit Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. We'll be right back.